Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich, dass du eingeschaltet hast und mir deine Zeit schenkst. Namaste! Wir werden uns in diesem Yoga-Video mit den Möglichkeiten des Yoga beschäftigen, genauer gesagt mit dem Mehr oder dem Plus an Möglichkeiten, die uns Yoga bietet. Das kann zum einen sein, dass wir uns eben mit der Yoga-Praxis mehr Zeit schenken, mehr als im Alltag möglich ist oder mehr als der Alltag Raum dafür bietet. Wir schauen den Körper an mit seinen Möglichkeiten und dann Bewegungen, die wir machen können. Und da ist Yoga eine Erfahrung dahingehend, dass wir mehr Bewegungen machen als im Alltag. Und auch über das, was im Alltag normalerweise an Bewegungen möglich ist, auch ein bisschen hinausgehen. Wir schenken uns also mehr Vitalität, mehr Lebendigkeit, ein besseres Körpergefühl, aber auch etwas mehr innere Kraft und Stabilität im Yoga. Wir verleihen der Atmung mehr Raum, sich auszudehnen, sich zu vertiefen, damit mehr Lebensenergie aufzunehmen. Und wir schenken uns mehr innere Stille im Yoga. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir nutzen können, besonders heute in diesem Video. Lass uns also gemeinsam dieses Mehr, dieses Erweiterte an Möglichkeiten anschauen und genießen, das uns diese Yoga-Praxis bietet. Ich freue mich, dass du teilnimmst, wünsche dir viel Spaß dabei. Lass uns die Matte ausrollen und starten. Wir beginnen gemeinsam diese Yoga-Praxis in der Position des Kindes. Komm bitte über den Vierfüßler dort an. Veranker dafür dein Gesäß Richtung Fersen. Leg dich ganz gemütlich auf die Oberschenkel und lass die Stirn etwas mehr Richtung Erde gleiten. Und lass die Hände vorn. Krabbel dann mit den Fingergruppen ein bisschen weiter nach vorn und spür hier schon den Raum, den du dir schenkst in deinen Flanken. Dieses Wachstum, diese Größe in den Seiten. Und krabbel ein bisschen weiter nach vorn mit den Fingergruppen, während gleichzeitig dein Gesäß zurücksinkt Richtung Fersen. Und dann wandere jetzt mit beiden Händen bitte nach rechts. Das kann an den Rand der Matte oder sogar über die Matte hinaus sein. Schau einfach für dich, wie es sich anfühlt in den Körperseiten, besonders links, denn die Seite streckt sich. Finde eine gute Position und dann spüren die linke Seite, dieses Wachstum, dieses Mehr an Raum und Größe und lass die Atmung dahin fließen. Das ist der linke Lungenflügel, der mittlere Lungenlappen, der hier schön atmen kann. Mit dem Einatmen die linke Seite auffächern, mit dem Ausatmen in die Länge und Größe entspannen. Wenn du achtsam bist, also immer wenn du dich spürst, kannst du erfahren, dass dein Körper sich anpasst. Der ist ein lebendiges System. Wenn du merkst, dass die Dehnung so langsam nachlässt, das Gewebe sich angepasst hat, dann krabbel gerne mit der linken Hand ein bisschen weiter zur rechten. Geh also einen Schritt weiter. Und nochmal tief atmen in die Größe. Und dann krabbel mit beiden Händen wieder zurück zur Mitte deiner Yogamatte, zum Ursprung. Und vergleiche einmal die rechte Seite mit der linken Seite. Sowohl was das Gefühl von Größe und Länge, aber auch was die Atmung und ihre Räume angeht. Und dann krabbel nach links. Oberkörper kommt mit nach links, Richtung Knie. Komm genau dort an, wo es sich gut anfühlt für die Seiten, besonders für die rechte Seite, die wir hier in die Größe strecken. Dein rechtes Gesäß senkt zurück, rechte Hand krabbelt von dir weg. Die rechte Seite spannt sich auf in mehr Raum und Größe. Schenke auch der Atmung mehr Möglichkeit, die rechte Seite, die rechte Flanke wirklich durchzuatmen und aufzufächern. Und wenn du das Gefühl hast, dass im Laufe der Zeit deine Körperstruktur sich angepasst hat, wenn die Dehnung also nachlässt und du das intensivieren möchtest, dann krabbel mit der rechten Hand ein bisschen weiter zur linken. Also geh immer wieder mit den Möglichkeiten, die sich für deinen Körper bieten heute. Mal tief durchatmen. Und dann krabbel wieder zurück zur Mitte. Nimm dann wieder beide Körperseiten wahr. Auch im Vergleich.
Schieb dein Gesäß etwas weiter zurück Richtung Fersen. Komm hier vorne auf die Fingerkuppen und lauf mit den Fingern nochmal weiter nach vorn. So richtig, richtig lang. Zieh dich ganz lang, ganz groß. Krabbel auch mehr in die Breite deiner Yogamatte. Dann leg die Hände flach wieder zurück. Spreiz die Finger auf. Lass die kleinen Finger noch auf der Matte selbst. Und dann komm mit der Atmung in Verbindung. Schick sie jetzt in den Rücken. Auffächern, wenn du einatmest. Entspannen, wenn du ausatmest. Und mit dem nächsten Einatmen komm nach oben in den Katzenbuckel. Dann gleite in den Pferderücken. Tauch mit der Wirbelsäule sanft ein. Stell die Füße auf, schieb dich ausatmend hoch in den abwärts schauenden Hund. So, und mit dem Einatmen wieder zurück. Die Knie senken in den Katzenbuckel. Zum Pferderücken gleiten. Mit dem Ausatmen zurück zum Kind. Einatmen nach oben, schön geschmeidig. Der Katzenbuckel. Der Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund, die Hände in den Boden schieben, zieh die Flanken hoch, senk die Fersen ein bisschen tiefer, einatmen, komm wieder zurück in den Katzenbuckel, den Pferderücken, mit dem Ausatmen zurück zum Kind. Nochmal einatmen nach oben, Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmen der abwärts schauende Hund. Und dann bleib hier einen Moment und schenk dir gerne so kleine oder größere Bewegungen, überall dort, wo es das jetzt braucht und wo es gut tut. Also mit den Beinen laufen, mit dem Becken hin und her schwingen, so kleine Bewegungswellen durch den Rücken Richtung Kopf fließen lassen. Ja, also dich mal durchreckeln, bitte. Und dann lass die Bewegungen kleiner und kleiner werden. Komm nach vorne in den hohen Liegestütz. Und dann leg dich langsam zur Erde. Zieh die Ellenbogen ganz nah an den Körper. Mal schön langsam hier ablegen. Gut. Leg deine Füße ab, schieb dein Steißbein sanft zurück, roll die Schultern weich zurück, setz die Hände etwas weiter nach hinten und die unteren Rippen. Jetzt drück die Hand, rechte Hand nach unten, schraub dich nach rechts auf, einmal einatmen nach oben, ausatmen zurück in die Bauchlage. Einatmen nach links aufschrauben, linke Hand drückt in den Boden, ausatmen wieder zurück. Nochmal einatmen nach rechts aufschrauben, Blick Richtung Schulter, ausatmen zurück nach unten, die Bauchlage, einatmen nochmal nach links drehen, Blick Richtung Schulter, ausatmen wieder in die Bauchlage, komm hier bleiben, einatmen Schultern zurück, zieh dich nach vorn hoch in die Position der Kobra, ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und mit kleinen Bewegungen wieder hier ankommen und lass die Bewegung ausklingen. Der abwärts schauende Hund ist eine gute erste Möglichkeit, mehr zu entdecken, mehr Länge, die wir hier entstehen lassen können. Dafür bitte ich dich einmal jetzt, die Körperwahrnehmung in den Mittelpunkt zu bringen, mal deine Rückseite zu spüren, wie sie sich anfühlt. Jetzt beug deine Knie bitte an, sodass du nah an die Oberschenkel kommst. Drück die Hände nach unten in den Boden und jetzt zieh dich ganz hoch mit der Hüfte, ganz, ganz lang strecken, an den Oberschenkeln hochschieben, hoch, 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 spür die Länge des Rückens, bisschen mehr strecken, noch länger in den Flanken werden. Und jetzt senkt die Fersen über die Außenseiten langsam wieder tiefer. Da ist mehr entstanden, mehr Länge, mehr Größe, mehr Dehnung. Schenkt dir auch mehr Atemräume im Rücken. Nochmal nach vorn, hoher Liegestütz. Ausatmen zur Bauchlage kommen. Einatmen in die Kobra auftauchen. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Probieren eine andere Möglichkeit, mehr Größe, mehr Raum dem Körper zu schenken. Dafür bitte ich dich wieder, den eigenen Körper in dieser Position wahrzunehmen. Und jetzt beide Fersen hochzuheben. Beide Fersen ganz, ganz hoch, hoch, hoch. Jetzt streck die Beine richtig durch. Das geht hier gut. Beine ganz lang, Oberschenkel Innenseiten schieben zurück. Lass die Beine gestreckt und senk die Fersen wieder tiefer, 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 tiefer Richtung Boden. Mal richtig nach hinten runterschieben. Spür die Dehnung. Und jetzt streck den Rücken, schieb nochmal die Hände nach vorn runter und zieh deine Sitzbeine weit hoch. Spür hier das Meer an Größe, mehr an Länge, die wahre Länge deines Körpers. Finde darin die Atmung wieder. Drück die rechte Hand nach unten, heb dein rechtes Bein langsam hoch, 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 hoch. Schieb die Ferse weit weg, senk die linke etwas tiefer. Jetzt mal lass das rechte Bein gestreckt, die Zehen gespreizt, heb deine rechte Hüfte über die linke hoch, atme in die rechte Seite, heb das rechte Bein ein bisschen höher, noch ein bisschen höher und jetzt schau Richtung Hände, schwing den rechten Fuß nach vorn. Gut, dann tief durchatmen. Jetzt wander mit dem rechten Fuß bitte zur Mitte deiner Yogamatte und
mit den Händen, vielleicht auf die Fingerkuppen, ein bisschen nach vorn wandern. Dann entsteht etwas mehr Raum in den Seiten. Gib dein Becken etwas höher an. Und jetzt lass bitte dein rechtes Knie ein Stück nach außen sinken und komm auf die Außenkante deines rechten Fußes. Und jetzt erlaub dem Becken, dass es etwas tiefer nach unten sinken kann. Einatmen, zieh die Füße etwas aufeinander zu, heb dein Becken etwas höher. Ausatmen, zieh dein rechtes Knie ein Stück weiter nach außen runter und lass dein Becken wieder schwer werden. Die Atmung fließen. Schick die Atmung auch in den Beckenraum, dahin, wo sich jetzt was streckt und wo sich was dehnt. Nochmal bitte einatmen, Füße zueinander ziehen, Becken nach oben liften. Ihr rechtes Knie nach außen runterziehen und ausatmen, das Becken wieder schwer machen. Ganz schwer, ein bisschen tiefer kommen. Wir lösen wieder auf, das rechte Knie wieder hochziehen, den Fuß aufsetzen, Fußbreite nach außen, dann einen Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Und geh hier in kleine Bewegungen, die dir wohltun. Einatmen, komm vor in den hohen Liegestütz. Ausatmen, Ellenbogen nah an den Körper, leg dich langsam zur Erde. Einatmen, die Kobra, Schultern gleiten zurück, zieh dich nach vorn hoch. Ausatmen, schieb dich wieder zurück. Abwärts schauender Hund. Mal die Hüfte hochziehen, die Fersen senken. Hände in den Boden nach vorn runterschieben. Linke Hand drückt in den Boden, linkes Bein hochziehen. Die Ferse weit weg, die rechte Ferse etwas tiefer. Nimm die Möglichkeiten wahr, Möglichkeiten sich zu strecken. Dann heb die linke Hüfte langsam über die rechte hoch, linke Zehen gespreizt. Heb das linke Bein ein bisschen höher, schau mal, wie weit hoch es geht. Und jetzt schau Richtung Hände und schwing den Fuß nach vorn. Komm hier wieder in die Mitte der Matte mit dem Fuß. Die Hände laufen ein bisschen nach vorn auf den Fingern. Jetzt zieh die Füße zueinander, heb dein Becken etwas hoch, dann dein linkes Knie nach außen runterziehen. Komm auf die Außenkante deines Fußes, dann senk das Becken etwas ab. Und nochmal die Füße zueinander ziehen, das Becken nach oben führen. Jetzt das linke Knie ein bisschen weiter nach außen runterziehen und dann dein Becken wieder absenken. Bleib hier einen Moment und schick die Atmung in diese dehnenden Strukturen deines Körpers. Tiefer atmen. Nochmal bitte einatmen, Füße aufeinander zuziehen, das Becken etwas anheben, linkes Knie weiter nach außen runterziehen und mit dem Becken wieder tiefer folgen. Also ganz tief das Becken senken. Das, was hier möglich ist, die Atmung mitnehmen. Nicht zu fest werden, immer lebendig bleiben, auch in diesem Meer, das wir immer wieder im Yoga probieren, ein bisschen weiter zu gehen, über das, was wir im Alltag sonst machen. Und dann dein Becken wieder hochziehen, das Knie nach oben führen, Fuß aufstellen, Fußbreit nach außen, Schritt zurück, der abwärts schwungende Hund. Nutz wieder Bewegungen, die hier gut tun, ein bisschen laufen und räkeln. Dann senk die Knie, komm in den Katzenbuckel zurück. Gleite weich zum Pferderücken in die Position des Kindes. Hier die Hände Rücken an den Boden bringen, die Finger entspannen, Handgelenke verwöhnen. Kleine Pause für dich. Lass etwas mehr innere Stille entstehen dürfen im Geist. Ja, einfach, wenn du dir vorstellst, dass du ganz für dich bist hier in dieser Position. Auch um dich herum ein Raum der Stille sich ausbreitet. Und bring die Hände wieder flach zur Yogamatte, die Finger auffächern, schieb dein Gesäß zurück Richtung Fersen, krabbel mit den Fingern ein bisschen weiter nach vorn, spür wieder die eigene Größe deiner Flanken. Einatmen, kommst du hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz fließen, ausatmen, in die Bauchlage eintauchen. Einatmen, in die Rückbeuge gleiten, Schultern zurück, Steiß zurück. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, mit dem rechten Fuß nach vorn kommen,
das Becken etwas tiefer, Blick nach vorn, ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh den Rücken nach vorn, ausatmen, die ganze Vorbeuge, entspann dich wieder nach unten. Einatmen, komm über die Hocke hoch, breite die Arme aus, zieh die Beinmuskeln hoch, streck die Arme nach oben aus, bring die Ellenbogen nach vorn. Und zieh dich ein bisschen höher über die Fingerspitzen nach oben. Die Achseln zeigen nach vorn, streck die Achseln lang, zieh dich ein bisschen größer hinaus, atme ein nach oben und ausatmen, bring die Hände zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn wieder nach oben, die Ellenbogen nach vorn, die Achseln lang, ausatmen, in die Vorbeuge, entspannen nach unten. Bleib hier einen Moment und beug die Knie weiter, sodass du wirklich an die Oberschenkel dich ablegen kannst. Entspann jetzt den Oberkörper etwas mehr, umso leichter, wird umso weicher. Auch in den Schultern, auch im Nackenbereich, immer die Spannung loslassen. Bleib an den Oberschenkeln und probier jetzt die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten zu schieben, also die Beine etwas zu strecken. Und dann nimm die Beinrückseite wahr, diese Größe, diese Länge, die Struktur deiner Rückseite, die sich dehnt. Atme in die Dehnung. Ein bisschen mehr strecken, ein bisschen mehr strecken. Den Oberkörper entspannen. Dann komm in die halbe Vorbeuge zurück. Zieh den Brustkorb nach vorne, jetzt kannst du die Beine ganz strecken, ganz weit die Innenseiten der Oberschenkel zurückziehen, das Brustbein weiter nach vorne heben und wenn du die Hände gegen die Beine drückst, entsteht Schub nach vorne, der Scheitel streckt sich umso weiter nach vorne, umso länger bist du. Nochmal die Knie leicht anbeugen, an den Beinen lang nach unten ausgleiten lassen und am Ende die Beine wieder ein bisschen mehr strecken. Dann setz den linken Fuß einen großen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn bringen, einmal hier einatmen, ausatmen, dann der rechte Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund, einatmen, der Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmen, die Position des Kindes, einatmen, wieder nach oben, der Katzenbuckel, der Pferderücken, ausatmen, der abwärts schauende Hund, einatmen, der hohe Liegestütz, nach vorn fließen, ausatmen, langsam zur Erde gleiten, die Ellenbogen nah an den Körper. Du kannst dich ablegen, du kannst aber auch schweben, einatmen, nach vorn hoch, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, Bauchdecke einsaugen, der abwärts schauende Hund. Die Hände in den Boden integrieren und jetzt die rechte Hand richtig drücken, umso leichter kann sich das rechte Bein nach oben heben, die Fußzehen spreizen, Ferse wegschieben, jetzt winkel dein rechtes Knie, schieb die Fußsohle ein bisschen höher Richtung Decke und oben nach links, also wieder rechte Hüfte hoch wie die linke, den Fuß weit nach links drücken, 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 rechte Hand vielleicht leichter machen, vielleicht mal auf die Fingerkuppen kommen, unter der rechten Achsel hinwegschauen, rechte Seite atmen lassen, dann schau Richtung Hände, schwing den Fuß nach vorne. Komm da jetzt bitte eine Fußbreit mit dem rechten Fuß nach außen, und senk dein linkes Knie zur Erde. Gut. Wir schauen jetzt hier mal die Möglichkeiten an, die sich in diesem Asana uns bieten. Und zwar die Möglichkeiten, was die Flexibilität des Körpers und seiner Gelenke angeht. Bring da zunächst die rechte Hand nach innen an den Fuß. Und jetzt wandere bitte mit der rechten Hand unter dem Bein, unter dem Oberschenkel entlang, nach außen, auch mit der linken Hand ein Stück breiter nach außen. So, stell dir jetzt vor, du würdest so einen Rucksack über die Schulter ziehen. Und dieser Rucksack, dieser Träger, das ist dein rechtes Bein. Probier das ein bisschen mehr zu schultern, dein rechtes Bein, sodass dein Schultergelenk unter das Kniegelenk kommt. Ja, mit den Händen gerne ein bisschen weiter weglaufen, laufen, laufen. Gut, jetzt mit den rechten Zehen nach vorn krabbeln. Ein bisschen mehr krabbeln, krabbeln, krabbeln. Schau mal, was passiert. Wo sind hier die Möglichkeiten, die sich dir bieten? Wo kommst du hier an? Die Atmung mitnehmen. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Möglichkeit, mit dem rechten Fuß weiter nach vorn zu kommen. Schau mal, so ein bisschen krabbeln, krabbeln, krabbeln. Die Hände etwas breiter nach außen. Ankommen, atmen,
Vielleicht bietet sich noch mehr Möglichkeit. Schaut nochmal wirklich, dass schon das Ende des Maximalen ist oder ob der Fuß ein bisschen weiter nach vorn kommen kann. Wenn ja, dann komm genau dort an, wo es jetzt gut ist. Atme, Hände ein bisschen breiter legen. Hinteren Fuß aufstellen, also ganz langsam, mal das hintere Bein strecken, strecken, strecken. So schauen wir, was hier passt. Wieder atmen. Und wenn du möchtest, wenn du noch mehr die Möglichkeiten auskosten möchtest, dann zieh die Füße sanft aufeinander zu und schau mal, ob die Arme sich abheben können, ob du sie ausbreiten kannst. Atmen, genießen, sich freuen, was möglich ist. Und dann bring die Hände zurück, krabbel wieder zurück, Hände wieder auf die Yogamatte. Und ich bitte dich, einmal mit dem rechten Fuß über die Seite wieder nach hinten zu kommen, in den Liegestütz, einatmen und ausatmen, in die Bauchlage oder über den Boden schweben, einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Puh, gib der Atmung Raum, schön tief atmen, tief einatmen, tief ausatmen. Nochmal tief einatmen, den Rücken aufplustern, tief ausatmen, entspannen. Linke Hand nach unten drücken, linkes Bein heben, die Zehen auffächern, schieb den Fuß weit weg, winkel das Knie jetzt an und schieb den Fuß hoch Richtung Himmel, also ganz hoch, hoch, hoch und oben nach rechts, link über die rechte Hüfte. Die linke Hand leichter machen, auf die Fingerkuppen ziehen, unter der Achsel hindurchschauen, atmen lassen an der linken Seite, tief einatmen und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen. Und deine Fußbreite nach außen. Rechtes Knie sanft absetzen. Schauen wir hier die Möglichkeiten an, die sich bieten, die wir nutzen können in der Yoga-Praxis. Die linke Hand nach innen bringen. Und dann stell dir vor, du hast wieder so einen Rucksack mit einem Träger, den du über die linke Schulter ziehst. Und das ist jetzt dein linkes Bein, das ist dieser Rucksackträger. Das heißt, dass du die linke Hand unter dem Bein ein bisschen weiter ausbreitest nach links, rechte Hand folgt nach rechts. Das ist schon diese erste Idee, das Bein zu schultern. Vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen mit dem Oberkörper, den Händen das weiter wegkrabbeln. Immer wieder durchatmen, in den Modus kommen, dass es nur Yoga ist, obwohl wir so viel machen, so intensiv arbeiten. Aber es ist Yoga und am Ende ist es sehr schön inspirierend für die Erfahrung deines Körpers oder auch für das Gefühl der Lebendigkeit in dir. Linke Zehen nutzen und nach vorn krabbeln mit dem Fuß. Ein bisschen weiter krabbeln, krabbeln, krabbeln. Oh, dass wir ankommen. Wieder das Bein schultern. Hände etwas weiter nach außen bringen. Atmen. Mal schauen, gibt es noch die Möglichkeit, mit dem linken Fuß ein bisschen weiter nach vorn zu krabbeln, damit das. Und nochmal anhalten, durchatmen, Oberkörper nach unten fließen lassen, Arme ein bisschen breiter machen. Vielleicht ist es noch nicht das Maximum, vielleicht geht mehr, als du dir vorstellen kannst oder es erwartest. Dann komm mit dem linken Fuß nochmal ein Stück weiter vor. Wunderbar. Atmung Raum geben, jetzt das rechte Knie langsam strecken, strecken, strecken und schau hier, was möglich ist. Mal beobachten, atmen, die Füße aufeinander zuziehen. Vielleicht bietet sich die Möglichkeit, die Arme mal zu strecken, zur Seite, mal zu heben, sich zu erfreuen, zu genießen, sich zu wundern. Nochmal atmen und dann die Hände wieder aufsetzen, wieder zurückkrabbeln, alles auflösen, Fuß zurückziehen. Und zurück in den Liegestütz. Wir sind ja einmal hier vorn. Einatmen, lang werden, ausatmen, langsam ablegen oder schweben. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Aber tief einatmen bitte, den Rücken auffächern. Tief ausatmen, alles loslassen, Anspannung. Nochmal tief einatmen und ganz tief ausatmen. Dann beruhig dich wieder. Komm in den Vierfüßler. Und nutze die eine oder andere Bewegung, die für dich jetzt schön ist. Also ein Resümee am Körper ziehen, wie es sich anfühlt. Eine kleine Pause im Kind. Du kannst da gern die großen Zehen näher bringen, die Knie weiter öffnen und dich in diesen Raum, den du hier kreiert hast, einfach gemütlich ablegen.
Lass auch um dich herum einen Raum entstehen, und zwar einen Raum der Stille und Ruhe. Tief atmen. Eine Stille schaffen. Auch in dir. Gut, dann komm bitte in den Sitz nach oben. Und mit den Beinen nach vorn. Gut. Jetzt stell den linken Fuß bitte auf. Schnapp dir die Wade, einfach mit den Händen am Unterschenkel greifen. Dann zieh die Wade nach außen weg. Richtig nach außen diesen Muskelbauch ziehen. Jetzt deinen linken Fuß weiter an das Becken ziehen. Und dann leg dein linkes Knie nach außen ab. Das sollte sich durch das Hinausschieben der Wade, die Innenrotation im Unterschenkel, sollte sich das im Knie etwas verschönert oder etwas, ja, etwas entspannter anfühlen. Auch das sind die Möglichkeiten des Yoga. Ja, es besser machen, es stimmiger machen. Die Gesäßmuskeln nach außen ziehen. Und jetzt setzt dein rechtes Bein einfach ein Stück weit nach rechts außen. Linken Fuß gut vor das Becken ablegen. Mal schauen, dass sich alles gut anfühlt für die Gelenke. Oberkörper aufrichten. Und jetzt bring die Hände bitte nach vorn. Komm auf die Fingerkuppen. Und krabbel mit den Fingern Schritt für Schritt nach vorne. Probier dich ein bisschen weiter nach vorn zu verneigen. Auch das ist das, was wir an Möglichkeiten im Yoga nutzen. Die Elastizität des Körpers. Ja, so, wenn du auf den Fingerkuppen bist, dann stell dir vor, du schleifst die Fingerkuppen zu dir heran, also du ziehst die Hände energetisch zu dir heran. Das gibt oft im Rücken so ein bisschen mehr Gefühl an Länge. Du kannst dir den Brustbein weiter vorziehen, ja, dich weiter strecken. Und dann lass dich umso weicher nach unten schmelzen. Wie in einer Art Vorbeuge oder einem Verneigen Richtung Erde vor dir selbst. Atmen. Und komm wieder ein Stück zurück. Wander mit beiden Händen nach rechts, zum rechten Bein, rechte Hand nach außen. Komm über dem Bein an. Und stell dir vor, so ein großer Luftball auf dem Oberschenkel, über den du dich jetzt drüber rollst. Also den Kopf etwas einrollen, Kinn Richtung Brustbein senken. Komm über den Oberschenkel, leg dich weich dort ab und krabbel mit den Händen nach vorn. Gut, jetzt die rechte Hand einfach zur Seite aufsetzen. Drück die rechte Hand in den Boden, da zieht sich die rechte Schulter etwas an, der Oberkörper hebt sich etwas. Bring jetzt die linke Hand an die Außenseite deines Beines. Es kann Knie sein, Unterschenkel, Sprunggelenk oder wirklich am Fuß der Außenseite greifen. Beobachte, wo es für dich passt. Und drück die Hand sanft an das Bein heran. Das zieht dich ein bisschen mehr nach rechts. Einatmen und ausatmen, wieder ablegen über dem Bein, über einem großen Ball. Nimm dich wahr mit den Möglichkeiten, die sich hier bieten. Die Möglichkeiten, an dir zu wachsen, aber auch in diesen Möglichkeiten, in diesem Meer, das sich bietet, dich sanft zu entspannen. Sei sanft zu dir selbst. Und wenn du wieder einatmest, dann richte dich wieder auf. Krabbel wieder zurück zur Mitte. Und wechsel bitte. Die Beine nach vorn, Beine locker ausschütteln. Zweite Seite, so rechten Fuß heranziehen. Jetzt greift ihr den Unterschenkel, mit einer Hand die Wade schnappen, die nach außen wegziehen. Dann den Fuß weiter Richtung Becken ziehen, das Knie nach außen und dann die Hand rausziehen. Gut, mal gut einrichten. Linkes Bein ein Stück nach außen versetzen.
Rechter Fuß gut für die Hüfte positionieren. Mal schauen, dass du dir noch bequemer hier einrichten kannst. Gesäßmuskeln nach außen ziehen. Oberkörper aufrichten. Und stell dir hier vor, du rollst dich vor dir so Richtung Erde. Wie es wieder so ein großer Luftball, über den du dich drüber rollst. Kinn sinkt Richtung Brustkorb. Becken wird schwer. Komm auf die Fingerkuppen und lauf da sanft nach vorn. Schritt für Schritt auf den Händen laufen. Zwischendurch anhalten, atmen, den Rücken auffächern und mit dem Ausatmen ein bisschen weiterlaufen. Als würdest du dich im Laufe der Zeit noch tiefer verneigen vor dir und deinen Optionen, dem, was Yoga dir bietet. Auch hier kannst du gern die Finger energetisch zu dir ziehen. Es gibt so einen kleinen Schub, einen kleinen Längeschub im Rücken. Da entsteht etwas Größe, etwas Länge, die du nutzen kannst, um dich weiter nach vorn und weicher abzulegen. Und dann komm erstmal ein Stück wieder zurück. Wander nach links, linke Hand nach außen. Zieh dich Richtung Bein. Stell dir hier den großen Luftball auf dem Oberschenkel vor. Kinn nochmal einrollen Richtung Brustbein. Roll dich nach vorn, über das Bein entlang. Bring die Hände nach vorn, da wo sie gut ankommen. Atme in den Rücken. Dann stützt die linke Hand etwas weiter nach links auf. Gerne auch wieder auf die Fingerkuppen. Hand drückt etwas nach unten. Linke Flanke hebt sich, streckt sich. Rechte Hand an die Außenseite des Beins. Einfach da, wo du hinkommst, mit der Hand gegen das Bein sanft drücken. Das kann dich weiter nach links orientieren im Oberkörper. Und dann nochmal weich verneigen. Schauen, wohin das jetzt dich führt. Oh, und dann komm wieder zurück nach oben, zurück in die Mitte. Bring nochmal beide Beine nach vorn. Schüttel sie locker aus. Schau nochmal, was jetzt an Optionen machbar ist, die uns sowohl in die Beweglichkeit als auch in die Kraft führt. Lass dich überraschen, was passiert. Die Hüfte gut erden, die Gesäßmuskeln nach außen ziehen, linkes Bein wegschieben, rechten Fuß aufstellen, gerne ein bisschen breiter nach außen aufsetzen und jetzt wieder mit der Idee arbeiten, dass dein rechtes Bein dieser Schultergurt ist, den du so schultern möchtest, schieb dafür mit der rechten Hand unter dem Bein hindurch nach rechts. Und großes Ziel ist es jetzt, mit dem Knie ganz nah Richtung Schulter zu kommen. Das kannst du gerne mal machen, dich ein bisschen zurücklehnen, das rechte Bein wirklich auch mit den Händen weiter schultern, wenn das machbar ist. So richtig mindestens auf den Oberarm kommen, das ist umso besser. Rechte Hand neben dem Becken aufsetzen. Oft ist es möglich, dass das rechte Bein von selbst jetzt hält, wenn du so gut schulterst. Wenn nicht, dann zieh es mit ein bisschen mehr Kraft heran. Linke Hand neben dir aufstützen. So, jetzt bitte ich einmal alle Muskeln von den Beinen in den Beckenraum zu ziehen, also alle Muskeln heranzuziehen zum Becken, den Beckenboden zu schließen, Bauchnabel einzusaugen und mit dem Ausatmen versuchen, das Becken mal zu liften, vielleicht auch das linke Bein zu heben. Mal schauen, probieren, beobachten, atmen, erfreuen, da wo du bist, mal einatmen und ausatmen, das Becken wieder aufsetzen. Gut, alles wieder zurückbringen. Bewegen. Wundern, was machbar ist. Wundern, wohin dich Yoga führt. Mal zweite Seite probieren, rechte Ferse wegschieben, Gesäßmuskeln nach außen ziehen, linken Fuß aufstellen. Linke Hand schiebt unter dem Bein hindurch nach außen. Wenn du dich ein bisschen zurücklehnst, wenn der Fuß den Boden verlässt, kannst du ein bisschen nachhelfen, das Knie weiter schultern. Und je näher es an den Schultergürtel kommt, desto besser
Manche können es so wirklich auflegen auf dem Schulterbereich. Für manche, wie für mich, passt es am Oberarm schon. Die linke Hand gut aufsetzen. Idealerweise hält das Bein so fast von selbst. Rechte Hand neben dir aufsetzen. Es braucht Kraft. Zieh dafür alle Muskeln energetisch zum Becken heran. Ja, von den Beinen zum Becken die Muskeln ranziehen. Beckenboden schließen, Bauchnabel einsaugen, ausatmen, Becken liften. Vielleicht den rechten Fuß mitheben, schweben, leicht werden. Das Atmen nicht vergessen. Das Entspannen im Gesicht mitnehmen. Nochmal tief durchatmen. Und dann beenden. Mal locker ankommen. Die Beine ausschütteln. Ein Kreis mit den Füßen, schöne große Kreise. Auch mal andersherum. Oh, die Beine ausschütteln, dann wieder ankommen, mal die Handgelenke zueinander bringen, über die Handgelenke hinweg kreisen. Und wechsel auch die Richtung. Vielleicht bräuchte es ein bisschen mehr an Bewegungen oder an Ideen, dann gönn dir das. Und dann bitte ich dich, in die Rückenlage zu wechseln. Leg dich da weich zur Erde. Leg die Beine nach vorn, leg die Arme hinter dir ab und dann zieh dich einmal einatmen, ganz lang, immer rechte und linke Flanke einatmen, strecken, ausatmen, entspannen. Nochmal einatmen, lang reckeln, ganz groß werden in den Seiten, ausatmen, entspannen. Letzte Runde, einatmen, dann ein bisschen größer werden, noch mehr Raum zum Strecken, zum Wachsen finden, ausatmen, noch mehr entspannen. Dann breite die Arme zur Seite aus, stell die Füße auf, leg ein Bein über das andere, schaukel nach rechts und links. Eine schöne Option, um Spannungen jetzt loszulassen. Nimm den Kopf entgegengesetzt mit. Dann leg das andere Bein über, auch hier nochmal ganz locker schaukeln. Dann lande mit beiden Füßen wieder am Boden, zieh beide Knie zu dir heran, greif sie dir und verwöhne dich hier weiter, indem du in die Seiten schaukelst und deinen Rücken massierst. Und dann komm bitte wieder zurück nach oben zum Sitzen. Finde einen bequemen Sitz. Wenn du hier angekommen bist im Sitzen, dann schließ die Augen. Lass uns auch mit Yoga etwas mehr Zeit schenken, mehr Zeit für dich selbst. Und so bringen die Aufmerksamkeit nach innen und erspür deinen Körper, wie er sich jetzt nach dieser Praxis anfühlt. Wie dein Becken ankommt, wie deine Hüftgelenke sich anfühlen, wie es deinen Beinen geht. Erlaub dir, dass all diese Strukturen, also Becken, Hüften und Beine, sich entspannen und sich dadurch mehr verwurzeln und besser erden können. Dann schenkt dir von dort, von dieser Basis, von dem Fundament, die Möglichkeit, nach oben dich aufzurichten, innerlich zu wachsen, in die wahre Größe, die Yoga dir schenkt, die du eigentlich auch hast. Richte dich lebendig, leicht nach oben auf.
und nutzt das Einatmen. Immer wenn du einatmest, dann lenkt die Einatmung nach oben in den Raum des Brustkorbs, der sich sanft auffächert, der innerlich leicht wird und zwischen den Schultern hochschwebt. Und wenn du ausatmest, dann sinkt der Brustkorb wieder zurück in den Ursprung. Die Ausatmung kann nach unten fließen, Richtung Becken, kann dich dort entspannt erden. Ja, mit dem Einatmen steht diese innere Leichtigkeit und Größe, deine wahre Größe, die du in der Praxis entdeckst. Dank Yoga. Mit dem Ausatmen entsteht die Möglichkeit, wirklich anzukommen, hier und jetzt, dich geerdet und getragen zu fühlen. Gönn dir auch die Möglichkeit, einen Raum der Stille entstehen zu lassen. Als könne sich um dich herum sein Feld der Stille und Ruhe ausbreiten, unabhängig davon, was wirklich im Äußeren geschieht. Und lass dich auch durch die Atmung in einen inneren Raum der Stille tragen. Auch das ist ein Geschenk des Yoga, in die innere Welt einzutauchen, ganz in der Tiefe einen Ort der Stille zu öffnen. Einen Ort der Stille, den du nicht über den Verstand oder über den Willen erreichst, sondern nur über das Beobachten und die Atmung, die dich dahin trägt. Mit dem Atemzug öffnet sich dieser Raum der Stille etwas mehr. Und da wird etwas spürbar, dass dieser Raum der Stille immer auch größer ist als der Verstand, größer als du selbst. Nochmal der Atmung Raum geben. Dann bekomm wieder ein Gespür für deinen Körper, für deinen Sitz, für die Haut, die dich umhüllt, die von der Luft deines Raumes gestreichelt wird. Spür auch wieder den Raum, der dich umgibt. Und dann bring die Hände vor dem Herz bitte zueinander. Zu einer sehr schönen, dankbaren Geste, die uns gemeinsam aus dieser Praxis und den Erfahrungen, die uns Yoga bietet, verabschiedet. Bitte dich beim nächsten Mal tiefer auszuatmen. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bring sie über die Seite hoch in die Welt. Wenn du ausatmest, dann bring die Hände zueinander, für sie vor die Stirn, dann den Mund, dann das Herz. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, ganz groß nach oben. Ausatmen, die Hände zurück bis zum Herz. Wenn du hier ankommst und es magst, dann verneig dich einmal vor dir, für dich,
Dann danke für die Zeit und das Vertrauen, das du dir schenktest und auch mir schenktest. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne wieder die Augen. Und ich wünsche dir, dass du das, was Yoga dir bietet, vielleicht einfach dieses Erwecken, diese inneren Freude deines Körpers, dass es gut tut, sich zu bewegen, dass es ein ganz neues, schönes Körpergefühl ist. Einfach diese Lust daran, das, was an Möglichkeiten, auch an mehr Möglichkeiten durch Yoga entsteht, das auszukosten. Ich wünsche dir, dass du das mitnimmst, auch in den Alltag, auch dich dort mal bewegst, immer dann, wenn es gut ist, wenn du dich dafür ja, einfach wohlfühlst, wenn du dir das schenken möchtest, dann mach das auch im Alltag. Ein bisschen mehr in die Bewegung kommen oder dir mehr Zeit für dich schenken, mal der Atmung mehr Raum geben. Das sind alles Ideen, die Yoga dir bietet. Und da zeigt sich das mehr an Optionen, diese Fülle, die sich im Yoga öffnet. Danke, dass du heute ein Teil dieser Stunde warst. Ich wünsche dir alles Gute. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen, du wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste und danke. Thank you.